Hallo Freunde! Ich habe mir überlegt, was mache ich für ein Video? Ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Woche 4 Videos online stelle. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Aber ich tue natürlich mein Bestes, meine Güte, Wortfindungsstörung. Und ja, da habe ich mich gefragt, worüber würde ich mich jetzt freuen, wenn ich auf ein Video warten würde? Und Geschenkideen, genau. Ich bin ja eine von denen, die nicht darauf abfährt, Weihnachten extrem große Geschenke zu machen. Ich finde, Weihnachten ist nicht das Fest, das sich völlig finanziell zu verausgabenden, bla, ne? Also ich finde, wenn man Weihnachten eine Kleinigkeit schenkt oder sich halt selbst ein Limit steckt, ich rede und rede und rede. In diesem Video werde ich euch ein paar Geschenkideen zeigen, die alle unter 50 Euro kosten, teilweise deutlich drunter. Wenn ihr Bock auf das Video habt, bleibt einfach dran. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe nahezu keine Geschenkidee für Männer. Es ist echt schwierig. Alles, was ich meinem Freund schenke, das sind so Sachen, die brauche ich euch hier nicht zeigen. Die sind sehr, sehr, sehr persönlich. Und ja, weil er ist so jemand, der, also auf jeden Fall wünscht er sich nichts unter 50 Euro, beziehungsweise wir schenken uns einander, also wir schenken einander zu Weihnachten sowieso was bis maximal 25 Euro. Und wenn der eine mal nichts findet in diesem Wert, von dem er glaubt, dass dem anderen damit eine Freude machen könnte, dann gibt es halt auch nichts. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil es geht darum, dass man sich eine schöne Zeit zusammen macht und nicht darum, dass man sich finanziell völlig verausgabt. Ja, ich fange jetzt mal an mit so random Stuff. Und zwar Bücher. Genau. Mein Freund kriegt von mir zu Weihnachten, das kann ich euch hier zeigen, weil mein Freund niemals auf die Idee kommen würde, in meine Videos reinzuschauen, weil ihn das einfach null interessiert, bekommt er dieses Buch. Das ist Daniele Ganser, Imperium USA. Daniele Ganser ist ein Friedensforscher und Historiker, der auf eine ganz, ganz tolle, charmante Art und Weise erklärt, was auf der Welt so vorkommt. Es ist ein Spiegel-Bestseller. Ich habe das Buch bei einer Buchhandlung hier bei uns in Osnabrück gekauft. Ihr könnt es aber auch in jedem Buchladen bestellen. Ich verlinke euch alles, was ich euch hier zeige, auf jeden Fall in der Infobox. Und er hat schon die letzten Jahre immer mal wieder ein Buch entweder sich selber gekauft oder auch schon von mir geschenkt bekommen. Der Mann ist genial, auch wenn ein das Buch jetzt vielleicht nicht unbedingt interessiert, ist es vielleicht das, was ich so richtig toll fand, war Erdölkrise oder illegale Kriege. Der Mann ist einfach genial. Er schafft es wirklich selbst so Themen, die erstmal erschrecken und vielleicht auch ein bisschen trocken klingen, so gut zu erklären, dass man wirklich hinterher alles hinterfragt. Richtig klasse. Also Daniele Ganser, ich bin mir sicher, das Buch ist toll. Ich habe schon den ein oder anderen Vortrag zu diesem Buch gesehen. Ein Buch, das ich jetzt auch schon, oder zwei Bücher, die ich jetzt auch schon mehr als einmal gelesen habe, ist einmal von Julia Enders, Das Dame mit Charme. Klingt jetzt erstmal komisch, aber dieses Buch habe ich geschenkt bekommen von einer lieben Freundin. Und ich hatte zwischendurch schon mal überlegt, es auszumisten, weil ich habe es jetzt zweimal gelesen, drittes Mal werde ich es wohl nicht lesen. Aber irgendwie, ich finde es gut gemacht. Es ist sehr, sehr charmant und lustig beschrieben, was der Darm so mit dem Körper macht und wofür der alles zuständig ist und wie man ihn fit hält. Ich finde es richtig gut, das ist ein Buch, das kann ich absolut empfehlen und das, obwohl ich keine Leseratte bin. Genau wie das Marie Kondo Magic Cleaning. Gerade wenn ihr jemanden in eurem Freundes- und Bekanntenkreis habt, bei dem ihr den Eindruck habt, sie ist vielleicht ein bisschen überfordert oder steht allgemein auf, ich kann es nicht erklären. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel eine Freundin, der ich mit diesem Buch eine große Freude machen könnte, weil ich weiß, dass sie hat so ein bisschen überfordert, ist von der Masse an Kram, den sie um sich herum hat und kam jetzt gerade aus einer Trennung. Das heißt, zwei Haushalte, der Mann ist ausgezogen, sie ist mit dem ganzen Kram zurückgeblieben. Und ja, für die wäre dieses Buch ganz optimal. Also ich kann das, diese beiden Bücher hier sind mehr so Sachbücher und keine Romane, sehr empfehlen, aber sind halt auch gut geschrieben. Und was ich hier auch immer total nett finde, ist, wenn man so ein kleines Paket schnürt, wartet. Es passt jetzt nicht 100% zusammen, ne? Also ich habe jetzt nur mal als Beispiel, ihr müsst nicht genau das nehmen, weil es jetzt auch nicht viel Sinn macht. Ich habe hier diese Burda Nähschule. Ich habe das Buch für 12, steht es auch drauf, 12,90 Euro im Buchladen gekauft. Da sind einfach so ganz viele Informationen zu Schnittmustern und Nähen. Das ist ein tolles, tolles Buch.
Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Ich habe da schon viel draus gelernt und viel nachschlagen können. Es ist gut gemacht. Das hat so eine Ringbuchbindung. Ob es das noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber ich schaue mal online nach. Und wenn nicht, finde ich eine Alternative für euch. Und dazu jetzt zum Beispiel, ist jetzt natürlich ein bisschen spät, ne? Ich weiß, ein bisschen doof von mir. Aber vielleicht habt ihr ja noch Stoffreste zu Hause, wo ihr vielleicht so ein kleines Päckchen schnüren könnt oder vielleicht zwei, drei Knäuel Nähgarn und eine Schere oder irgendwas, das zusammenpasst und das ihr dann zusammenwickelt und daraus quasi so ein Handarbeitsset macht. Ich habe mir vor kurzem jetzt mal bei, tatsächlich bei Amazon, dieses Embroidering-Set gekauft. Das ist quasi ein Starter-Kit zum Sticken. Nicht, weil ich so unglaublich sehr auf Sticken stehe. Ich zeige euch gleich, wofür ich es eigentlich gedacht habe. Es kam dann leider, ich habe es vergessen zu bestellen und dann musste ich mir halt anders helfen. Hier ist ganz viel dabei. Also ich finde das Set richtig toll. Ihr habt hier verschiedene Stickgarne und ich glaube, die haben auch alle, steht es hier bei, haben auch alle ein paar Meter. Dann ist hierbei, sind hierbei Stecknadeln und Teser und Auftrennen, Gedöns, Einfädelhilfe, richtig cool. Und was hier auch bei ist, sind die unterschiedlich großen Stickrahmen. Und ganz ehrlich, ich zeige euch gleich, was ich meine. So ein Stickrahmen ist echt Gold wert. Ich glaube, es reicht auch aus, wenn man einen etwas größeren und einen kleinen hat, wenn man halt verschiedene Sachen, wenn man sich verschiedene Sachen vornimmt. Denn so ist der Stoff die ganze Zeit gespannt und es kann sich nicht ziehen, wenn ihr eure Sticksachen dann festmacht. Und hier sind auch noch Stickbögen dabei, also Stickunterlagen. Sind jetzt nur zwei, aber zum Üben reicht das vollkommen aus. Und ihr könnt ja quasi jeden festeren Stoff sticken. Ich empfehle jetzt keinen dünnen T-Shirt-Stoff, da reißt ihr euch schnell mal Löcher mit in den Stoff und dann könnt ihr das ganze Ding wegschmeißen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt dieses Set hat mit den Stickutensilien, das in einen hübschen Korb oder eine Geschenkbox drapieren, vielleicht noch mit so zwei, drei anderen Kleinigkeiten dazu, vielleicht noch einem Schokoladen-Nikolaus oder einer Schachtel Pralinen, kommt das sicherlich richtig gut an. Wie gesagt, bei mir ist jetzt ein bisschen spät für mein Projekt und ich werde jetzt auch nicht anfangen, große Stickerin zu werden. Ich bin mehr so die Nähmaus, aber ist auf jeden Fall schönes Hobby, schöner Zeitvertreib. Ihr könnt auch einfach ein Körbchen nehmen und könnt da zwei, drei Knäuel Wolle reinpacken und vielleicht noch zwei Häkelnadeln in unterschiedlichen Größen Stecknadeln? Nein, wartet. Stricknadeln, meine Güte. Und verschenkt halt so ein Handarbeitsset. Also ich würde mich darüber total freuen. Ich finde das cool, gerade jetzt im Moment. Es ist dunkel draußen, wir haben Lockdown, einen harten Lockdown. Das heißt, in einigen Teilen in Deutschland ist das Ausgehen oder das Rausgehen auf die Straße nach 21 Uhr gar nicht erlaubt. Und selbst wenn es erlaubt ist, was macht man jetzt noch draußen, wenn man sich sowieso nicht mit Freunden treffen kann, nicht essen gehen kann oder sonstiges? Und wer weiß, ob tatsächlich der 10. Januar wirklich der letzte Tag ist oder ob sie das Ganze dann nochmal verlängern werden. Es weiß halt kein Mensch. Und von daher finde ich irgendwas, das so ein bisschen die Hände und den Geist beschäftigt, irgendwie ganz cool. Und ich persönlich würde mich über so ein Geschenk freuen. Wenn man jetzt nichts hat, das man verschenken möchte, wo jemand anders basteln muss, finde ich es auch immer schön, selbstgemachte Sachen zu verschenken. Ich habe hier ein Päckchen gepackt. Ursprünglich war es ja so gedacht, dass wir mit der Familie meiner besten Freundin zusammen Weihnachten feiern. Insgesamt wären es 9 Leute gewesen aus 3 unterschiedlichen Haushalten. Aber das ist ja nun mal jetzt gestorben. Nichtsdestotrotz habe ich die Geschenke schon fertig gemacht, werde die meiner Freundin mitgeben und sie wird die dann an Heiligabend auf den Tisch stellen. Ich habe hier so ein paar Kleinigkeiten reingepackt und habe auch was selber gemacht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel habe ich eine Pralinschachtel rein. Ich zeige es euch einfach mal. So eine kleine Pralinschachtel reingepackt. Die gibt es bei Rossmann, die sind total lecker. Ich habe natürlich geguckt, dass ich für jedes Mädel, also es sind 3 Frauen, jeweils was finde, von dem ich glaube, dass es zu denen passt. Eine ist zum Beispiel Veganerin, die kriegt von Lindt eine Tafel Schokolade mit vegane Schokolade. Die andere steht total auf Nougat, also hat sie was bekommen mit Nougat dabei. Und bei dem Mädel weiß ich es tatsächlich nicht so genau, weil so gut kennen wir uns nicht, aber ja. Ich denke, mit Pralinen macht man nichts falsch. Dann habe ich diese süßen Dingerchen hier gefunden. Die gab es bei Action, ich glaube, für 1,20 €, 1,30 €. Finde ich so, so, so hübsch. Und ich finde, das ist nicht nur eine Weihnachtsdeko. Gerade aufgrund der außergewöhnlichen Form ist das einfach auch eine hübsche Weihnachts- und Herbst- und Winterdeko mit den kleinen Tannenzapfen drin.
also auch nicht teuer. Dann habe ich bei Action noch diese Kerzen gefunden, beziehungsweise die hatte ich auch schon mal und fand die gar nicht schlecht. Das ist Fresh Cotton. Die riechen nicht unglaublich stark, aber sie riechen ganz schön. Und wenn man jemandem anderen beschenkt, von dem man nicht weiß, wie denn da so die Duftpräferenzen sind, ist es sowieso immer ganz gut, wenn es dezent und nett riecht, aber halt nicht zu stark. Und ja, die habe ich damit reingepackt, auch für jede von den dreien. Ein bisschen Kleinkram hier, so Mini-Schoki und so. Und dann habe ich für jeder einen Beutel genäht, weil wir hatten gesagt, wir wollen nicht viel Geld ausgeben, sondern wir wollen einfach nur eine Kleinigkeit verschenken und wenn es geht, auch handgemacht. Und da habe ich so Einkaufsbeutel genäht, also das ist aus verschiedenen festen Baumwollstoffen. Genau, und da habe ich hier einfach zwei verschiedene Stoffe genommen und ich habe hier den Namen Lena und bei den anderen Mädels auch einfach drauf gestickt in so einem Stich. Genau, und dann habe ich hier diese dieses feste Band gekauft und habe dann die Beutel davon genäht. Ja, ich bin mir sicher, dass jeder in seinem Leben irgendwann mal so einen Einkaufsbeutel braucht. Das ist was Praktisches, das ist nicht kitschig und ich finde, man kann es gebrauchen und dadurch ist es nicht für die Katze. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man was Selbstgemachtes machen soll oder macht, dann auch was zu finden, das die andere auch tatsächlich gebrauchen kann. Wie gesagt, wir hätten mit der Familie meiner besten Freundin gefeiert und wir kennen uns natürlich jetzt von der Hochzeit und vom Junggesellenabschied, aber es ist nicht so, dass wir uns schon Jahre kennen und ich da genau weiß, womit ich da auf jeden Fall in Schwarze treffe. Also so eng sind wir nicht. Aber ich persönlich finde es immer schön, wenn sich jemand ein bisschen was für mich ausgedacht hat und ich glaube, die Tütchen kommen gut an. Also hier, ich glaube, ich habe jetzt für die Stoffe und für dieses Band, also die Tragegurte und für diese Kleinigkeiten sind die Tüten auch nicht teurer als 10 Euro gewesen. Und ich persönlich würde mich total darüber freuen. Und dann habe ich natürlich auch noch so ein paar normalere Sachen, also Sets, die man noch einfach so kaufen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Pflegesets gekauft von Rituals. Und zwar die kleinen Sets, nicht die großen. Also die kosten immer so zwischen 20 und 25 Euro. Und ich habe im Black Friday Sale zugeschnitten. Nee, gar nicht wahr. Ich habe die bei Douglas gekauft vor zwei Wochen, als es nochmal irgendwie 15% gab. Habe ich hier einmal das Ritual of Hammam. Das ist sind beides für Freundinnen. Und das andere ist Ritual of Sakura. Das bekommt meine beste Freundin, das bekommt ihre Partnerin. Riechen beide großartig, kann man nichts mit falsch machen. Ich finde, die Geschenksets sehen immer so, so, so hübsch aus. Und ihr habt hier einen Duschschaum drin, eine Bodylotion, ein Scrub und eine Handseife. Ja, und was ist hier drin? Dasselbe. Ja, ich finde es cool. Und ja, da werden sie sich drüber freuen. Ich habe natürlich auch noch eine andere Kleinigkeit. Ich habe bei der Hochzeit habe ich ganz viel mitgefilmt, also wenig Bilder gemacht, sondern mehr so kleine Videoausschnitte, auch von der Hochzeitszeremonie selbst, also von dem Ja-Wort. Und ich glaube, wenn ich das auf einen schönen USB-Stick packe und in eine hübsche kleine Holzschachtel lege und das so übergebe, werden die sich auch sehr darüber freuen. Ja, dann natürlich auch hier meine absoluten Favoriten, ne? Muss ich euch auch, glaube ich, nicht mehr viel von erzählen. Von Dalton, könnt ihr super diese kleinen Ampullensets verschenken. Die kosten zwischen 18 und 20 Euro, also wirklich nicht teuer. Wenn ihr da bestellt, könnt ihr zusätzlich noch so Probensets dazu bestellen. Die könnt ihr entweder selber behalten oder zum Geschenk dazu packen und vielleicht wieder so ein kleines Körbchen oder so eine Geschenkschachtel packen und die Sachen da hübsch reindrapieren mit ein bisschen Schokolade. Und damit macht ihr auf jeden Fall jemandem eine Freude. Es ist ein sehr, sehr luxuriöses Gefühl, diese Ampullen zu verwenden. Und ihr habt in jeder Verpackung immer eine Brechhilfe dabei, sodass ihr euch auch nicht verletzen könnt oder diejenige, die ihr beschenkt, wenn sie die Ampullen öffnet. Oder allgemein die kleinen Geschenksets. Die gibt es da in allen möglichen Preiskategorien. Ich persönlich habe jetzt eins, das unter 50 Euro kostet. Und hier habt ihr drin eine Hyaluron-Urea-Creme mit 15 ml. Das heißt auf jeden Fall 1 bis 2 Monate Tagescreme. Eine Bodylotion. Hier habt ihr ein Hyaluron-Serum. Und hier sind auch noch 3 Hyaluron-Ampullen drin. Und so ein kleiner Spatel für den Cremetiegel. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Es gibt jetzt keinen Rabattcode oder irgendwas. Nur wenn ihr jetzt aktuell bei Dalton einkauft für über 80 Euro allerdings, dann bekommt ihr einen 20 Euro Gutschein geschenkt für eins der Kosmetikinstitute von Dalton. Da könnt ihr einfach auf der Homepage gucken, wo euer
Dalton-Dealer des Vertrauens ist. Und dann könnt ihr da irgendwelche Anwendungen machen lassen oder euch Produkte kaufen, je nachdem, was ihr wollt. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Idee, um die kleinen Institute zu unterstützen. Genau, also so ein Pflegeset, Geschenkset finde ich auch immer richtig toll. Und was ich mir auch noch rausgesucht habe, weil ich so begeistert davon bin, ich habe mir im letzten Jahr, habe ich mir von Arbeli, habe ich mir diese Kopfhörer gekauft. Genau, da habt ihr so eine kleine Box mit zwei In-Ears. Die Tonqualität ist der Hammer, finde ich, für das kleine Geld. Man muss keine von Apple haben oder von Samsung. Die sind mindestens genauso gut. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Mein Freund hat sich letztes Jahr zum Geburtstag, dieses Jahr zum Geburtstag auch In-Ears gewünscht und hat sich auch welche ausgesucht. Hat ständig Probleme, die deutlich teurer waren, hat ständig Probleme damit, dass das Gerät, die Connection dass die Kopfhörer die Connection zum Handy oder zum MP3-Player verlieren. Das habe ich hier noch nicht einmal gehabt. Also ich bin mega zufrieden, auch von der Laufleistung. Ich glaube, ich lade meine In-Ears alle, jetzt sowieso nicht, aber selbst wenn ich dreimal in der Woche, viermal in der Woche zum Sport gehe, lade ich meine In-Ears sicherlich nicht einmal im Monat auf. Also es ist echt der Wahnsinn. Die sind richtig, richtig toll. Und die verlinke ich euch auf jeden Fall. Kosten, glaube ich, 35, 40 €. Sind wirklich nicht teuer. Ich finde die Geschenkverpackung auch ganz schön. Natürlich will ich sie nochmal einpacken. Aber damit könnt ihr auf jeden Fall jemandem eine Freude machen. Vielleicht jemand, von dem ihr wisst, dass die jetzt im Januar wieder gute Vorsätze anfangen, joggen zu gehen oder große Ziele haben allgemein oder einfach so gerne Bücher, Hörbücher oder Musik hören. Ja, ich finde die klasse, ich finde auch die Schirme ganz gut ab. Nicht hervorragend, aber ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn ich noch ein bisschen was von der Außenwelt wahrnehme und nicht nur dadurch angesprochen werden kann, weil man mir auf die Schulter klopft. Aber der Ton und alles andere ist wirklich gut. Also sehr, sehr, sehr tolle Kopfhörer, also In-Ears. Und was ich auch ganz cool finde, ist für alle, die so ein bisschen Fashionistas sind. Ich habe mir vor einiger Zeit beide Sachen schon gekauft. Und zwar habe ich einmal von Philips diesen Fusselrasierer. Den finde ich richtig, richtig gut. Ich habe das immer mal wieder, und wenn es nur meine Kuscheldecke auf dem Sofa ist oder irgendwie ein Pulli, dass es so pillt. Und ich finde, wenn das anfängt so zu pillen und ihr überall diese Knibbelchen, Knötchen drauf habt, sieht die Klamotte ganz oft wirklich einfach nicht mehr so richtig schön aus, sondern eher so ein bisschen trashig. Und wenn ich dann mal wieder ordentlich alles abrasiert habe, dann sehen die Sachen wieder viel neuer, viel schicker, viel hochwertiger aus. Und ja, darum habe ich mir den gekauft. Früher bin ich einfach mit einem normalen Rasierer drüber gegangen, aber manche Teile können das nicht gut haben und irgendwann wird es dann löchrig. Das habe ich hiermit tatsächlich noch nie gehabt. Ja, ich habe mich jetzt allerdings mal für ein Markengerät entschieden und nicht für das von Tchibo. Freundin von mir sagt, das von Tchibo ist auch klasse. Ich habe das noch nie gehabt. Es war nicht teuer, ich glaube, es hat keine 15 € gekostet und deswegen habe ich das mitgenommen. Das habe ich allerdings letztens im Supermarkt mitgenommen. Ich werde es euch dann mal verlinken und raussuchen. Und wie gesagt, wenn ihr Fashionistas seid oder jemanden in eurem Familienkreis habt, der viel Wert auf seine Kleidung legt und vielleicht sogar ein Ankleidezimmer hat, ich kann euch dieses Scheißding hier so gut empfehlen. So sehr empfehlen. Es ist so klasse, dieser Steamer. Ihr füllt hier Wasser rein. Und dann steamt ihr die Klamotten. Natürlich ist das nicht dasselbe, wie wenn ihr eure Sachen komplett durchbügelt. Das ist klar, so glatt werden die nicht. Aber ihr kriegt so grobe Falten, kriegt ihr auf jeden Fall raus. Die Klamotte sieht direkt viel hochwertiger und ordentlicher aus. Mehr put together, würden die Engländer und Amerikaner sagen. Finde ich richtig, richtig klasse. Und das vielleicht auch so im Set zu verschenken, wenn einem das eine oder das andere einfach zu wenig ist, finde ich richtig klasse und ja, die beiden Teile zusammen kosten auch keine 50 €. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Müsst ihr selber entscheiden. Ich habe keinen Rabattcode und ich habe auch keine Kooperation. Ich habe vor einiger Zeit dieses Teil zugeschickt bekommen. Und zwar, wer meine Vlogs guckt, hat das vielleicht schon gesehen, dass ich von Omnia dieses Memory Foam Kissen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das ist wirklich hochpreisig, es kostet 170, 180 €. Das ist wirklich nicht viel Geld, nicht wenig Geld. Ich hatte das mal gesehen bei Hayley vom Kanal. Keine Ahnung, ich glaube, sie heißt einfach auch nur Hayley, aber sie hat mit ihrer Freundin Kat zusammen den Kanal Beauty News. Also ich mag die beiden total gerne. Und sie hat geschwärmt. Und dann habe ich, als sie mich angefragt, bei mir angefragt haben, ob ich es gerne mal testen möchte, habe ich es mir auch
mit, habe ich ja gesagt, weil es mich einfach auch interessiert hat. Und zwar habt ihr hier dieses Kissen, das hat hier so Aussparungen. Also allgemein ist es ein Memory Foam. Ne? Das heißt, euer Nacken liegt hier sehr, sehr bequem drin. Und ihr habt hier diese Aussparung. Das heißt, wenn ihr euch in das Kissen hineinlegt, das Gesicht liegt nicht auf. Umständlicher geht es auch nicht, oder? Also das Gesicht liegt nicht auf. Dadurch creased ist. Huch! Gibt es gleich einen Unfall. Dadurch creased das Gesicht auch nicht und legt sich nicht so in Falten. Man hat morgens keine Druckstellen. Ich kann das einfach 100% bestätigen. Wie gesagt, das ist jetzt keine Kaufempfehlung, weil ich super teuer finde und auch keine Geschenkidee-Empfehlung, weil dafür ist es jetzt einfach auch schon zu spät. Es wird nicht mehr pünktlich bei euch ankommen. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis es bei mir angekommen ist. Ihr habt hier quasi drei Teile. Ihr habt einmal dieses Ding. Ich glaube, es ist dafür da, falls euch das Kissen an sich nicht dick genug ist. Dann habt ihr dieses Innenkissen mit dem Memory Foam. Und ihr bekommt auch noch dieses. Die Kissenhülle. Und die braucht ihr auch, weil eine andere ist nicht dabei. Andererseits kann ich mir vorstellen, da auch einfach einen normalen Kissenbezug drüber zu legen. Dann ist es halt nicht perfekt darauf ausgerichtet, aber es fällt dann halt auch ein. Dieses hier ist aber auch schön weich, also fühlt sich sehr seidig und angenehm an im Gesicht. Und ja, also ein ganz, ganz, ganz tolles Kissen. Ich bin morgens tatsächlich weniger matschig. Ich liege immer auf der Seite. Ich gebe mir Mühe, nicht auf der rechten Seite zu legen, weil ich gelesen habe, dass das ganz schlecht für die Organe ist, weil die gequetscht werden. Auf der linken Seite ist aber kein Problem. Und wenn ich morgens aufstehe, habe ich sonst halt immer so, mein Gesicht war, ich kann es nicht nachmachen, mein Gesicht sah halt oft sehr zerknautscht aus. Und seitdem ich darauf schlafe, habe ich das nicht mehr. Ich verlinke es euch in der Infobox, guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Aber es ist jetzt nicht wirklich eine Geschenkidee für unter 50 Euro. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ja. Und das war's mit meinen Geschenkideen. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken und ich denke, wenn ihr da jetzt noch bestellt, werden die Sachen auch noch pünktlich ankommen. Es wird zwar immer gesagt, dass die Versanddienstleister alle absaufen. Ich glaube auch, dass das so ist. Ich persönlich habe allerdings noch nicht einmal schlechte Erfahrungen in der Vorweihnachtszeit bislang gemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie sind noch schneller geworden. Ja, also, wenn dich was interessiert, hüpft in die Infobox. Schaut auch noch mal mein letztes Video hinein. Da habe ich nämlich meine Abendroutine abgedreht und ich habe eine richtig tolle Verlosung. Ihr könnt da eins von den Dalton Geschenksets gewinnen, inklusive der großartigen, unglaublichen, wahnsinnig tollen Bodylotion, Bodybutter, ohne die ich persönlich mir mein Leben nicht mehr vorstellen kann. War das jetzt dramatisch genug, um zu sagen, geht dahin? Guckt in das Video und schaut in die Infobox. Ich hoffe ja. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder rein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch andere Geschenkideen habt, so zwischen, ich sag jetzt mal, bis 50 Euro, haut sie unten rein. Lasst uns gegenseitig inspirieren. Und vielleicht sucht ja noch jemand nach einer Idee. Und ja, im Moment können wir ja tatsächlich nur online einkaufen oder schauen wir, was wir in der Drogerie oder im Lebensmittelfachgeschäft bekommen oder im Supermarkt unseres Vertrauens. Deswegen habe ich mich bewusst jetzt für Sachen entschieden, die auch einfach zu haben sind. So, und jetzt höre ich auf zu quatschen, sage Tschüssi und bis bald. Ciao, ihr Lieben.